liebe Klemmbausteinfreunde, ihr seht's, wir bauen unser Corner Post Office weiter. Und wir haben auch schon mal angefangen. Also seid gespannt und freut euch drauf. Herzlich willkommen, liebe Noppenstein-Freunde, zu einem weiteren Video bzw. zum zweiten Teil von unserem Corner Post Office. Wir haben jetzt, ich muss mal kurz nachgucken, Bauschritt 370 abgeschlossen. Also den sechsten Bauabschnitt haben wir abgeschlossen. Und das haben wir bis jetzt gebaut. Also das ist die zweite Etage. Und das schaut doch schon mal gar nicht schlecht aus, würde ich sagen. Da sind wieder viele schöne kleine Details drin. Gefällt mir gut, aber ich verändere wieder die Kameraeinstellung und zeige euch das dann aus der Nähe. Und ihr seht es auch schon hier, den Bauabschnitt 7, den habe ich ja schon ausgebreitet. Also machen wir jetzt dann weiter. Aber bevor wir jetzt mit Bauschritt 373 weitermachen, gucken wir uns mal an, was wir bis jetzt geschafft haben hier. Das sind wieder ein paar Tische mit Lampen hingekommen. Und einer kleinen, hier vorne auch, mit einer kleinen Teekanne und einer Lampe. Hier hinten haben wir, ja, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Was ich gelernt habe im ersten Stock, hat mir jemand in den Kommentaren geschrieben, vielen Dank nochmal dafür, dass das keine Bildschirme sind, sondern sondern mehrere Staffeleien, weil das nämlich die Kunstetage ist, also sprich, da wird halt gemalt. Und hier habe ich erst gedacht, naja, das könnte ja irgendwie was sein mit Musik, so DJ-mäßig irgendwas, eine Schallplatte da oder so. Und hier unten könnten ja auch so zwei Plattenspieler dargestellt sein, ein Mischpult vielleicht oder so. Da hinten ist noch so ein Regal. Ich weiß nicht, was das sein soll genau. Ja, auf jeden Fall Türen sind noch angebracht und schon wieder die ersten Fenster auch. Bis jetzt ist es schon wieder gut gemacht, muss ich sagen. Was ich allerdings hier nicht ganz verstehe, was das hier auch sein soll. Aber ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, denn man lernt hier nie aus. Und hier auch die Tür, die dann auch ein kleines Problem darstellt, weil die hängt dann nämlich immer, weil das hier unten so eine Querstrebe ist. Also man muss das schon, naja, es geht gar nicht mehr richtig da. Die kriegt man nicht auf die Tür. Soll aber so eingebaut werden. Naja, auch hier bei den Türen ist es genauso. Da ist das Balkongeländer. Tja, viel weiter als so geht das nicht. Aber laut Anleitungen sollen die so eingebaut werden, die Türen. Ne? Okay, ich mache jetzt einmal weiter und melde mich dann bald wieder bei euch. So, den Bauschritt 413 haben wir abgeschlossen, beziehungsweise auch Bauabschnitt 7. Und es hat sich ja wieder einiges getan hier. Hier vorne wieder eine schöne Fensterfront gebaut mit der Uhr. Die Uhr, das ist ja ein Sticker. Aber wie schon gesagt, das war ja nicht sehr viel, der Stickerbogen hier. Ja? Das waren ja nur die paar, zwei Briefumschläge habe ich dann noch übrig, also angedeutete Briefumschläge. Also damit kann ich leben. Ja, dann haben wir hier wieder einen Balkon gebaut. Mit Tür. Das Thema hatten wir ja schon hier, ne? Die geht natürlich nicht ganz auf durch das Geländer. Auf der anderen Seite haben wir das auch. Und da sind auch wieder diese Fenster. Fronten. Hinten bei der, ich schätze mal, das wird die Feuerleiter sein oder sowas dann. Das haben wir noch mit dran gebracht. Eine kleine Laterne. Innen drin, wo der
Warte mal, andersrum drehen, so. Wo der Treppenaufgang dann ist. Hier kommt da die Treppe dann hoch. Ja, hier. Und da haben wir auch noch zwei Lampen angebracht. Warum jetzt hinter der Uhr da ein Zahnrad drin ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist natürlich jetzt auch noch sehr locker, aber das wird dann nachher alles noch verbunden. Da kommt dann noch, und schon haben wir es, schon ist rausgefallen. Ja, da kommt ja dann noch so ein Bogen, glaube ich, rüber. Naja gut, dann wollen wir mal Bauabschnitt 8 weitermachen. Mit Bauschritt 414. Da werden jetzt wieder so Fensterrahmen gebaut, die wir schon in der ersten Etage hatten, mit dem Gelb und Orange. Naja, und dann schauen wir mal, wie die zweite Etage dann fertig aussieht. Also bis gleich. So, unsere zweite Etage ist jetzt also fertig. Wir haben jetzt noch hier so Türmchen drauf gemacht und hier noch einen Bogen drüber. Somit hält jetzt auch unsere Fensterfront hier. Ist auch fest. Ist alles hinten verbunden. Hier könnt ihr das sehen. Ne, könnt ihr nicht. Jetzt könnt ihr das sehen. Ja, das ist hier hinten alles miteinander verbunden und somit hält es auch. Und die gelb-orangen Fensterrahmen haben wir wieder drin. Auch so wie in der ersten Etage. Ja, ihr seht es ja hier. Und nun kommt wieder unsere Hochzeit. Jetzt muss ich das mal hier rüberschieben. Das wird ja schon alles jetzt ein bisschen schwieriger, weil größer. Und ich hoffe, das geht jetzt ein bisschen einfacher als bei der ersten Etage. So, haben wir schon. Ist schon mal drauf hier. Aber noch nicht ganz verbunden. Das ist immer gar nicht so einfach. Habe ich festgestellt. Aber es schaut mega aus. Auch wenn es noch nicht verbunden ist, aber das werden wir schon hinkriegen. Jetzt, da habe ich schon mal was rein. Das ist noch nicht so ganz, wie es soll. Brauche ich da jetzt wieder so lange für? Ich habe gedacht, ich schaffe das jetzt ein bisschen schneller. Ja. Schaut schon ganz gut aus, schaut schon ganz gut aus, Leute. Jetzt drücken wir hier noch ein bisschen. Jawohl. Und hier noch. So. Jetzt haben wir das hier wieder lose. Schauen, dass ich das hier nochmal festmache. Ja, das ist hier wieder ein bisschen rausgegangen. Schon nicht mehr verbunden. Weiter weg. So. Cool, oder? Hä? Das hat was. Vor allem ein ganz schönes Gewicht, der Eumel. Aber schaut spitzenmäßig aus. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Okay. Jetzt machen wir dann weiter mit Bauabschnitt 9, soweit ich weiß. Genau. Wir haben jetzt nur noch zwei Bauabschnitte und jetzt fangen wir mit dem Dach an. Also dann, auf geht's. So, liebe Lippenstein-Freunde, ihr seht, ich halte das Dach in der Hand. Hier mit den schönen Kronleuchtern angedeuteten. Den schönen Turm dazu. Und die zwei Dächer finde ich ausgesprochen gut gelungen. Gefällt mir wirklich gut.
Schaut schon echt schön aus. Was auch so viel, was auch so viel bedeutet, dass wir jetzt auch fertig sind mit dem Gebäude. Das waren nämlich die letzten Bauschritte. Und natürlich noch das kleine Fahrzeug. Mal schauen, ob es das auch scharf macht gleich. Jawohl, kann man hinten die Tür aufmachen. Das sind dann so ein paar angedeutete Päckchen drin. Hier rechts und links diese Briefumschläge. Naja, ganz gerade sind die nicht, aber also wirklich Aufkleber sind einfach nicht meins. Die Türen kann man auch aufmachen. So. Aber ihr seht schon, kein Sitz drin. Und ich weiß gar nicht, ob da eine Minifigur überhaupt reinpasst. So, und rollen tut er auch recht gut. Kann man nichts sagen. So, dann haben wir noch, zeige ich euch noch, was wir übrig haben. Das ist das hier alles. Sind wieder ein paar Teile, was übrig ist. Und blendet ein bisschen, ja, genau, das hier. Und zwar ist es die Batteriebox und die Kabel mit den LED-Leuchten. Denn die habe ich jetzt nicht reingemacht. Ich hole jetzt mal das andere noch her, das anderen Etagen. Hat nämlich ganz schön Gewicht schon das Ding. Und zwar habe ich die aus folgendem Grund nicht reingemacht. Denn hier kommt ja ein Haus hin und hier kommt ein Haus hin. Wenn ich die Batteriebox draußen lasse, dann müsste ich hier irgendwo ein Loch reinmachen, dass ich es dann bedienen kann und an- und ausschalten kann. Und das will ich eigentlich nicht. Die Batteriebox drin lassen finde ich eigentlich auch relativ doof, weil dann müsste ich jedes Mal die Etage abnehmen oder die Etagen abnehmen, um halt das dann anmachen zu können. Apropos Etagen, ich weiß jetzt auch, was das hier oben ist. Das, was ich euch gezeigt habe. Hier, das hier. Das ist nämlich eine Töpferei. Aha, habe ich nämlich gelernt. Ja gut, jetzt wollen wir mal noch zum guten Schluss die letzte Hochzeit machen und das Dach raufsetzen. Ich hoffe, das geht jetzt alles ein bisschen einfacher. Und verkehrt rum. So. Habt ihr gesehen, bei den anderen Sachen hatte ich da schon meine kleinen Probleme, das einfach draufzusetzen. Das ging nicht so leicht, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Und ja, hier habe ich auch schon wieder das kleine Problem, dass es nicht gleich auf Anhieb klack macht. Ein bisschen, das ist immer so eine Fummelei hier. Das seht ihr schon, hinten ist es drin, hier ist es nicht drin. Warum auch immer. Jetzt, na, da haben wir schon mal jetzt auf der Seite. Ist schon mal drin, hier auch. Sehr schön, jetzt muss ich es nur noch da reinklicken. Ja. Oh, ich bin ja relativ zügig. So. Tja, das passt gar nicht mehr ganz drauf. Kann ich das noch? Ne, kann ich nicht mehr verstellen. Aber ich mache gleich mal die Kameraeinstellung anders und dann könnt ihr es in dem Ganzen sehen. Aber was ich euch noch zeigen kann, dass das Fahrzeug, denke ich mir einfach mal, ein bisschen zu groß ist. Also das ist nicht ganz im Maßstab zum Haus, finde ich. Aber gut, sei es drum. Ja, also ich verändere jetzt nochmal die Kameraeinstellung, dann zeige ich das im Ganzen und sage euch dann mal mein Fazit zu dem Gebäude hier. Tja, Freunde, das war's mit dem Gebäude, mit dem Corner Post Office. Jetzt seht ihr es nochmal hier im Ganzen. Dafür sieht man mich kaum noch, aber das macht ja auch nichts. Es ist wirklich ein schönes Gebäude und es hat wahnsinnig Spaß gemacht zu bauen. Und ich freue mich schon auf die nächsten Modulargebäude. Ich meine, hier, gut, diese zwei rosanen Fliesen, diese pinken da, aber die sieht man ja sowieso nicht. Ansonsten ist es wirklich, wirklich schön gemacht.
Das ist noch nicht schlecht. Ja, ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Also es waren 4030 Teile. Bauzeit war so circa, will ich mal sagen, alles in allem 6 Stunden ungefähr. Hier ist übrigens das Auto noch dazu. Ja, die Beleuchtung habe ich jetzt weggelassen. Denn, wie gesagt, ich musste das hier irgendwie, ja, keine Ahnung, also irgendwie durchbohren oder irgend sowas. Und das möchte ich eigentlich weniger machen. Aber irgendwo findet sich ein Platz dafür und da werde ich den dann einbauen. Ja, Kauflinks habe ich ja schon reingesetzt im ersten Video von dem Gebäude. Ich glaube, das waren so um die 80 Euro, denke ich. Ich habe das ja über Polen. Ich schaue, dass ich das immer über Polen oder Tschechien oder so kriege. Dann gibt es auch keine Probleme mit dem Zoll. Wobei, da hätte es wahrscheinlich sowieso keine gegeben, weil da keine Minifiguren dabei sind. Ja, aber auch so gibt es da keine Probleme, wenn es über Spanien oder Tschechien oder sowas geht. Ja, also wie gesagt, das ist ein schönes Gebäude, es gefällt mir, es hat Spaß gemacht und ich freue mich wirklich auf das nächste. Ich werde jetzt das noch ranbauen an mein Rathaus da oben und dann zeige ich euch das nochmal kurz, wie das dann zusammen ausschaut. Ja, und dann melde ich mich gleich nochmal kurz wieder. So, jetzt haben wir die beiden Gebäude zusammengesetzt. Ihr seht's, das schaut doch gar nicht schlecht aus. Also ich finde das klasse. Gut, die Petrona Towers, die kommen ja dann weg, da kommt ja noch ein anderes Haus dann hin. Ich muss mir sowieso noch Platz für die anderen Häuser suchen, die ich noch habe. Aber das hat, macht was her, ne? Oder? Findet ihr nicht? Ja, liebe Loffenstein-Freunde, das war's wieder für heute. Ihr seht da oben nochmal die Gebäude. Mir hat Spaß gemacht zu bauen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und über ein Abo freue ich mich natürlich. Also, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Glocke aktivieren, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Und ja, was baue ich jetzt als Nächster? Kleiner Hinweis. Ich als alter Hamburger-Fan habe mir nämlich was Kleines besorgt. Der Mannschaftsbus vom HSV mit 3 Minifiguren. Das Ganze hat 231 Teile, also mal was für zwischendurch. Ja, finde ich klasse. Gefällt mir. Also, seid gespannt. Also, und ja, was soll ich noch sagen? Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und habt eine schöne Zeit. Baut was Schönes und dann sage ich Ciao, euer Paul.